kenne die noch von früher und die sind nicht gerade geil. Den. Ich werde es tun. So wie ich die Situation hier einschätzen darf, ja, würde ich ganz ehrlich sagen, diese Plünderer haben hier haufenweise geplündert, geraubt und alles abgefackelt, was nicht nied- und nagelfest war. Und mittlerweile sind die Bäume so stinksauer. Ich meine, wer so aussieht, kann ich verstehen, dass sie verkohlt. Ich meine natürlich nicht verkohlt. Aber das ist jetzt ungeil. Das wollte ich immer erwähnt haben. Der erste muss weg. Die machen zu viel Damage. Diese Bäume machen einfach zu viel Schaden. Das ist alles diese Schuld der Bäume. Warte. Zersprungen ist er jetzt nicht. Zersprungen ist er wirklich. Vorsicht, Feinde! Ich hatte nicht mal die Zeit, mich zu regenerieren. Aber gut. Nein! Da habe ich kurz geschlafen. Da habe ich echt kurz geschlafen. Bitte sag mir nicht, dass da noch ein Baum ist. Das klang gerade so komisch. Also ich würde sagen, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ich würde mehr sagen, es läuft, ja. Lass mich dich erstmal nur selber bekämpfen. Bang! Auf dringend bessere Heilung. Jetzt findest du dein Ende! Aber das hier ist ja sowieso erstmal der Anfang, denke ich mir mal. Das dürfte relativ easy sein. Oder habe ich das auf leicht gestellt? Nee, habe ich nicht. Habe ich nie auf leicht gestellt. Habe ich auf normal, ja. Normal. Wusste ich es doch. Diesmal habe ich es auf normal geschaltet gehabt. Nicht so wie beim letzten Mal. Da hatte ich es ja nur kurz. Wollte ich es nur für den Bosskampf. Und habe es dann quasi. habe ich es dann weitergenommen. Aber nur weil ich es vergessen habe, wirklich. Das war dann. Quasi. Ungewollt. Und wir haben ja. Wie ihr meint. Das Stoffgülle. Feinste Seide. Und wir haben ja Nathaniel hier. Der kann ja jetzt diese Kisten knacken. Den werde ich ab jetzt die ganze Zeit dabei haben. Zumindest versuche ich das. Ja, ich kann natürlich nichts versprechen. Aber ich werde dich versuchen, die ganze Zeit dabei zu haben. So, du kriegst mal Nebenwaffe. Dahin. Sind zwar erstmal nur Dolche, aber dann hat er zumindest was, das zusätzlich auch noch seinen kritischen Schaden erhöht. Ich hoffe, das summiert sich dazu drauf. Ja, wohlgemerkt. Sag mir nicht, jetzt sind hier auch noch zu Räubern, Waldgeister und Co. auch noch. Blöde Wölfe.
Das wäre quasi der Super-GAU. Feinste. Auf jeden Fall. Oh! Wer ist da hinten? Stimmt aber, gut, dass wir das können. Ich muss aber weiter weg von dem sein. Damit genau das nicht passiert. Guckst du ja. Bang! Es kommt mir so vor, als hätten die das irgendwie abgeschwächt. Kann das sein? Per Patch? Irgendwie sowas? Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich das in Origins, also im Hauptspiel, als stärker in Erinnerung. Ihr lauft doch da direkt rein. Nein? Kann anders auch schwere Rüstung und Schwert tragen. Normalerweise als Arcana-Krieger dürfte er das tun. Hatte ich ihn nicht als so eine Art Tank auserkoren oder so? Ihr müsst euch vorsichtig bewegen. Zaubertalente. Schimmernder Schild. Der Arcana-Krieger ist von schimmernden Energieschild umgeben, der in den meisten Schaden abblockt und nicht mit Bonus. Aura der Macht. Umgebungskampf mal gestellt, wodurch hier in diesem Modus zusätzlich Boni um. Ja, irgendwie sowas. War doch, wusste ich's doch. Der war nämlich auf schwere Rüstung dann ausgerichtet. Oder ich habe ihn so ausgerüstet gehabt. Wenn ich jetzt falsch liegen sollte, Leute, dann bitte unterrichtet mich eines Besseren, ja? Weil ich habe ernsthaft wirklich gar keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich ziehe ihn wahrscheinlich gerade mehr in den Dreck quasi als alles andere. Aber ich würde da schon gerne gerne mal schauen, was das bringt, was ich hier gerade mache. Metallschild. Ich habe gerade echt einem Magier Kettenrüstung angezogen. Bitte erschießt mich nicht. Bitte erschießt mich nicht. Magus. Oh, ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Ich werde jetzt sehen. Wir machen ein, zwei Kämpfchen mit. Seht euch vor. Kannst du sie entschärfen? Unverzüglich. Danke. Und hier bitte auch. Falle entschärft. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Dann habe ich da, was das angeht, nichts zu befürchten. Wird erledigt. Und da war ja auch eine Falle. Nathaniel, ich würde dich gerne bitten, nochmal das Ganze. So. Haben wir das auch schon geklärt? Okay. Und jetzt würde ich sagen, können wir auch problemlos über diese Brücke gehen. Geht mir aus dem Weg! Ich muss hier weg! Beruhigt Nein, euch! Ihr versteht das nicht! Sie ist hinter mir her! Die Elfin ist hinter euch her! Sie erweckt die Bäume zum Leben! Wir haben uns bei den Karawanen doch nur leicht verdientes Geld erhofft, aber... Erbauer, steh mir bei! Sie ist hier. Ich muss hier weg. Oh oh. Noch eine Plünderin, die sich am Unglück anderer bereichert? Nein, ihr seid so gut bewaffnet. Also seid ihr meinetwegen hier. Ihr werdet mich nicht aus diesen Wäldern vertreiben. Die Schems konnten es nicht, die dunkle Brut nicht. Und auch ihr schafft es nicht. Warum sollte ich euch vertreiben wollen? Ihr macht seit Monaten Jagd auf mich! Ihr habt meine Freunde getötet und die Händler haben meine Schwester verschleppt! Die Karawanen sind nur der Anfang. Ich will, dass Serani zu mir zurückgeht, sonst gibt es weitere Tote! Richtet ihnen das aus! Betreibt
Betrachtet es als eine Warnung. Ja. Macht den Angriff eine wütende Elfin ist im Namen behauptet, menschliche Händler hätten ihre Schwester entführt. Es ist offensichtlich, dass sie hinter den Angriffen auf die Karawanen steckt. Du musst sie aufhalten, bevor sie wieder jemanden tötet. Heißt das jetzt das Aufhalten mit Bekämpfen oder Aufhalten wie Schwester finden? Hey, komm. Ich frag die erstmal in Ruhe. Ich speichere aber hier mal gerade. Damit ich hier, Räuber. Sehr vor. Nein. Rette mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, der macht nichts. Irgendwie habe ich da so ein ganz mieses Gefühl, was ich da nicht finde. Ausgezeichnet! Ich habe echt, was diese Elfin angeht, liebe Freunde. Und ich habe da einen Fehler, glaube ich, gemacht. Ich glaube, Anders braucht seinen Stab. Also kein Schwert und sonstiges, sondern einen Stab. Stab des Magisters. Er wird dann quasi ein mit Ketten bepanzerter Magus, ja. Ups, da komme ich ja gar nicht runter. Zumindest nicht so. Und dann werde ich mal versuchen, nochmal mit dieser Elfin zu reden, wo denn die ist. Oder wo ihre Schwester denn ist. Weil ich habe ja jetzt noch gar keinen Aufenthaltsort, wo die Schwester von ihr sein könnte. Deshalb hoffe ich, dass sie so ein bisschen kooperativ ist. Weil sonst, wäre das mehr als so Kacke. Die wird gespeichert. Was hilft am besten gegen wütende Waldgeister? Ein bisschen Feuer. Dass das allerdings gegen den verkohlten Waldgeist ist, ist natürlich eine andere Frage. Aha. Die haben echt gutes Geld dabei. Sehr schön. Das muss man ja mal so sagen. Bin ich hier richtig? Nathaniel, kannst du? Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Ich guck erstmal, was da oben weiter war. Vielleicht ist diese Frau da noch da. Ah, oh, da ist sie ja. Ich hoffe, die lässt mit sich reden. Oh Gott. Reisen diese Delish-Elfen nicht eigentlich im Rudel? Was soll dann dieses winzige Lager? Und hier? Das sieht nach einem Kampf aus, aber
Es gibt keine Leichen, nur all diese Waffen. Irgendwas stinkt hier, Kommandantin, und das bin nicht ich.